Jetzt zeige ich den Kugelschreiber. Der ist ganz in Holz. Wir haben die Spitze und auch das Griffteil komplett in Holz gefertigt. Und wir benötigen dazu als Bausatz zwei Holzstücke, eine Großraummine mit einer Feder dazu und zwei Gewindestücke, einmal eine Gewindehülse und eine Gewindebuchse. Und wir benötigen wieder ein Spannzangenfutter mit der entsprechenden Spannzange für die Stufenhülse mit einer innenliegenden Gewindestange, auf der man dann diese Gewindebuchsen aufschrauben kann, um das Schreibgerät zu drechseln. Und wir haben einen Gewindebohrer, um in das Holz, am Griffteil und auch an der Spitze das Gewinde einzuschneiden, direkt ins Holz oder alternativ mit einer Gewindebuchse in der Schreiberspitze. Zum Bohren der Spitze benötigen wir einmal einen 6,3 mm Bohrer für die Mine, einen 4 mm Bohrer als Bohrung für den Minenraum, für den Federraum mit der Mine, und wir benötigen einen 2,6 mm Bohrer als Durchgangsloch für die Mine. Für die Herstellung des Kugelschreibers verwende ich diese als Schubröhre angeschliffene 19 mm Formröhre, einen Flachmeißel, einen Ovalflachmeißel und zwei verschiedene Formröhren. Ein Spannfutter mit speziellen Spannbacken zum Kanteleinspannen, Schleifmittel von Korn 240 bis 800 und ein Vlies Korn 1000. Für das Einkleben der Messingbuchse verwende ich Sekundenkleber mit einem Beschleuniger dazu und für die Oberflächenbehandlung verwende ich einen Lack. So, ich zeige jetzt, wie ich eine Schreiberspitze in Holz herstelle und das Gewinde durch so eine Messingbuchse realisiere. Das Holzstück wird auch eben wieder abgerichtet und zentriert. Nicht ganz so gut. Und jetzt bohre ich 9,5 mm im Durchmesser, 10 mm tief rein. Zwei, vier, sechs, acht, zehn und ein bisschen tiefer. Können wir noch mal eben prüfen hier, ob wir die Länge der Buchse haben. Das dürfte passen. Zum Einkleben verwende ich Sekundenkleber, Gel, Sekundenkleber in Gelform. Das verteile ich noch mal ein bisschen hier mit so einem Stab. Gut benetzt im Holz. So, das. Mal gucken, ob das so fest sitzt. Bisschen richtig das ab, damit Holz und Messing genau bündig sind. Und jetzt bohre ich die weiteren Stufen.
6,3 mm Durchmesser, 3 mm weiter tief rein. So, ein bisschen zurück. So, jetzt bohre ich 2 mm und gut 3 mm. Die nächste Stufe ist für die Feder 4 mm, circa 8 mm weiter tief rein. Die Durchgangsbohrung für die Mine bohre ich wieder von der anderen Seite. Das heißt, ich spanne das jetzt hier aus. Nimm das Futter runter. Und verwende wieder dieses Spannzangenfutter mit der Aufnahme, mit der 8 mm Feingewindeaufnahme, um jetzt hier mit der Messingbuchse das Holzstück hier so drauf zu schrauben. Solange das noch ein Kantel ist und das beim Drechseln stark belastet wird, stütze ich das noch ab hier mit der mitlaufenden Körnerspitze. Ich muss genügend Wandstärke lassen, dass die Messingbuchse noch gut im Holz sitzen kann. So in etwa. Und jetzt drechsel ich die Schreiberspitzenform wieder, so wie ich sie mir vorstelle. Ich habe noch eins vergessen. Ich muss jetzt die Spitze noch einmal, die Durchgangsbohrung noch machen für die Spitze. Mm. Drechseln wir ohne Körnerspitze weiter die endgültige Form.
noch etwas dünner. Gut, und schleifen. Nochmal wieder 800er als letztes und dann Schleifvlies. Okay, noch ein bisschen in Längsrichtung schleifen. So, einmal wieder Melaminlack drauf. Das ist schon trocken. So, und jetzt haben wir eine Schreiberspitze mit Metallgewinde innen drin. Für die Anfertigung einer Schreiberspitze aus Holz benötigen wir so ein Kantelreststück vom Kugelschreiber. Das spanne ich jetzt hier in ein Spannfutter ein. Und ich muss zuerst alles, was innen drin an Stufenbohrungen ist, muss ich erstmal anfertigen. Ganz zu Anfang eine Gewindebohrung und dann für die Mine einen Raum und auch für die Feder einen Raum und eine Durchgangsbohrung für die Spitze des Schreibers. Ich bohre zuerst die Kernbohrung, um die Gewindegeschichte zu erledigen, also Gewinde einbohren. Ganz zu Anfang vorne muss ich 13 mm tief einbohren mit einem 7,2 mm Bohrer. Dazu muss ich das Maß genau finden, das lese ich hier auf der Skala an der Pinole am Reitstock ab. Ich stelle mir das mal so auf ein Grundmaß ein, dass ich einen Bezug dazu habe. Und bohre jetzt erstmal an, dass ich den Bohrer in eine Grundstellung bringe. So, jetzt ist der Bohrer mit vollem Durchmesser im Holz. Mein Griff von der Kurbel ist unten und wenn ich eine Umdrehung gekurbelt habe, bin ich 2 mm weiter tiefer drin. Das kann man sich gut merken und somit kann ich auch zählen, wie weit ich drin bin. Ich bin also jetzt 2 mm drin, 4, 6, 8, 10, 12 und eine halbe Umdrehung, dann habe ich meine 13 mm gebohrt. So, das ist das Kernloch für meine Gewindebohrung, die ich jetzt machen möchte. Den Bohrer auswechseln.
wir jetzt mal ein bisschen Öl mit so einem Stäbchen hier auf, um das Holz ein bisschen geschmeidiger zu machen für das Feingewinde. Dann bohrt sich das besser im Holz, ein bisschen hier benetzen, dass das gut rutscht. So, jetzt lasse ich den Gewindebohrer dagegen stoßen und drehe am Handrad und drücke den Reitstock, der ist nicht arretiert, drücke ich also gegen das Holz, dass also der Gewindegang sich im Holz so freisetzt. Das dürfte schon tief genug sein. Mal schauen, wie das Gewinde aussieht. Das ist ganz ordentlich geworden. Jetzt bohre ich als nächstes die Bohrung 6,3. Was ist das, der Bohrer dafür? Genau. So, jetzt stelle ich das wieder zusammen und jetzt gehe ich auf Anschlag wieder an das Holz. Ich will nämlich ganze 3 mm diese Stufe tief bohren, also weiter, tiefer als die 13 mm, die ich schon gerade gebohrt habe. Nein, das mache ich mal ganz schnell. 2, 3. Als nächstes bohre ich die Stufe für den Federraum. Vier Millimeter Durchmesser. Jetzt gehe ich wieder auf Anschlag für meine Bohrung, gehe ich jetzt mal genau sanft dagegen, so. Und da muss ich jetzt noch so circa 8 mm, 6 mm würden auch schon reichen, dann drückt die Feder etwas kräftiger. Aber so, 2, 4, 6, 8. Die Durchgangsbohrung, dass die Mine da durchgucken kann, bohre ich später von der anderen Seite. Ich spanne also jetzt das Holzstück aus. Ein bisschen hier Staub rauskloppen. Und das Futter eben lösen. Ich verwende jetzt wieder mein Spannzangenfutter. Da habe ich wieder die Gewindebuchse drin und die Gewindestange da reingesteckt. Das gehört als Satz zu diesem Aufnahmewerkzeug dazu. Und darauf kann ich jetzt mein Holzstück schrauben mit dem Gewinde, was ich da reingebohrt habe. So. Mit der mitlaufenden Körnerspitze stütze ich das erstmal ein bisschen ab. Und zwar, ich muss ja noch den Kantel runddrechseln, das ist erst noch mal ein bisschen grobe Arbeit. Da wird also mein Gewinde hier entsprechend belastet, muss ich vorsichtig drechseln. Mal schauen, es läuft. Ja. Ganz sanft abstützen.
Das soll mal so der Durchmesser meiner Spitze sein. Ich kann das frei bestimmen. Ich muss das andere Gegenstück, das Holz, natürlich dann auch entsprechend dick drechseln. Jetzt habe ich hier von der mitlaufenden Körnerspitze schon eine kleine Zentrierung im Holz. Ich richte das Holz aber trotzdem noch mal eben ein bisschen ab hier stirnseitig. Das ist ja noch sägerau. So. Verstärkt die Zentrierung noch mal ein bisschen. Und bohre jetzt die Durchgangsbohrung. Festsetzen. Eigentlich nicht so kräftig drücken, aber geht so. Jetzt brauchen wir wieder die mitlaufende Körnerspitze. Wo habe ich die gelassen? Auch wieder ganz sanft ansetzen. So, jetzt drechsel ich die Schreiberspitze in die Form, die ich mir vorstelle. Soll nicht zu dick bleiben vorne, dass man nicht so beim Schreiben um die Ecke gucken muss. Spitze jetzt mal weg, ganz zu Ende zu drechseln. Ist okay. Schleifen. Zuletzt 800er wieder und dann nochmal Vlies. Okay. Wieder unseren Melamine-Lack.
bisschen um die Ecke. Ein bisschen aufpolieren. So, damit ist die Spitze ganz in Holz, einschließlich Gewinde. Fertig. Für das Schreibergriffstück benutzen wir einen Kantel aus Veilchenholz, den ich erstmal wieder hier ins Futter einspanne, um den auch zu bohren. Stirnseite eben abrichten und zentrieren. Ich bohre jetzt wieder für das Gewinde, was vorne eingeschnitten werden soll, direkt wieder ins Holz durch Kernbohrung, 7,2 mm, ca. 15 mm tief rein. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, es kommt nicht so genau drauf an. So, jetzt bohre ich erst das Gewinde. Also Gewindebohrer einsetzen. Auch ein bisschen ölen. Ich lasse es mal ganz langsam laufen. Setze ich wieder den Gewindebohrer dagegen, drücke gegen den Reitstock und drehe am Handrad. Die Gewindebuchse ist ziemlich lang, deswegen bohre ich auch etwas tiefer rein. Wieder raus. Ist okay. Probe, Schrauben. Also meine Gewinde. Und sie sitzt auch schön gerade. Sie schlägt nicht und sitzt gut drin. Schraube sie noch wieder raus, weil ich jetzt noch eine tiefe Bohrung reinsetzen muss, als Raum für die Mine. Und zwar so, wenn die Bohrungsverhältnisse in der Spitze genau stimmen, muss ich also die Mine hier in dieses Griffteil genau 69 mm versenken. Und das habe ich hier schon so eingestellt, dass ich also kurz bevor ich mit dem Bohrfutter ans Holz komme, die 69 mm habe. Das prüfe ich dann, ob die Länge stimmt, sonst muss ich entweder ein bisschen korrigieren, entweder hier ein bisschen von der Länge weg oder ich muss noch ein bisschen tiefer bohren. Das ergibt sich dann. Oh, was ist jetzt passiert? Achso, ich habe jetzt hier ganz auf Null gestellt. Ich bohre jetzt so mit ungefähr
Na, 800 Umdrehungen. Hier mal eben wieder Bohrer reinigen. Ja, das Königsholz setzt den Bohrer schnell zu. Da muss man aufpassen, dass nichts heiß läuft und das Holz aufreißt. Gibt auch manchmal Ohrenschmerzengeräusche. So, ein letztes Mal, denke ich. Ich muss mal eben da den Staub aus der... Da ganz runternehmen, das Futter ist besser. So, einmal den Staub raus und dann kann ich das mit der Mine prüfen. Ja, sieht gut aus. Mal gucken. Stäbchen da reingehen. Ist okay. So, ich nehme jetzt eine Mine und eine Feder. Mine mit Feder da rein und eine von diesen Spitzen soll ja passen. Mal gucken. Jetzt sieht man, dass die Spitze noch nach meinem Geschmack nicht weit genug rausschaut. Man muss beim Schreiben so um die Ecke gucken, also ich würde sie gerne noch einen Millimeter vielleicht weiter rausgucken lassen. Oh, jetzt ist die Feder weggefallen, das ist nicht gut. Also nehme ich von diesem Holz ein bisschen ab. So, das prüfen wir nochmal. Mine mit Spitze. Geht auch ohne Feder, glaube ich. Mal gucken. Könnte noch ein ganz bisschen, nach meinem Geschmack so, noch ein bisschen. Prüfen. Das sieht auch gut aus, ne? Jetzt guckt die Feder, die Mine gerade mit dem Durchmesser, also nicht nur das Schräge von der Spitze, sondern gerade dieser zylindrische Bereich, der guckt gerade durch und dann ist es gut. Ja, für die weitere Bearbeitung verwenden wir wieder das Spannzangenfutter mit der Aufnahme.
Wir setzen das jetzt also auf das Holzgewinde. Eben ein bisschen weiter rausschrauben hier. So. Die mitlaufende Körnerspitze wieder als Abstützung hier auf dieser Seite. Und jetzt drechseln wir die Form von dem Griffstück so, wie wir uns das vorstellen. Erstmal grob vor, dann später mit der Spitze gemeinsam. Jetzt drechsel ich ca. 1500 Umdrehungen hier. Wieder auf das Spannzangenfutter angepasst, diese 15 mm. So, ist es okay. Kann nicht wegnehmen die Spitze, jetzt schraube ich das wieder runter. Jetzt die andere Spannzange verwenden. Ein bisschen länger aus, dann kann man den vorderen Bereich schon drechseln mit Spitze zusammen. Gewindebuchse einschrauben. So, da schraube ich hier jetzt die Spitze drauf. Um jetzt hier für meinen Griffteil das Holz genau dem Durchmesser anzupassen. Ich kann das ein bisschen abstützen hier, wieder ganz vorsichtig. So, wenn das Holz durchrutscht, quietscht es. So, das ist jetzt auf dem Durchmesser genau abgestimmt. Und das kann ich jetzt so wieder ausspannen, um das dann komplett fertig zu drehen. Spitze wieder runter. Gewindebuchse wieder raus. Auch wieder mit Vlies festhalten.
erstmal noch, das war die, ne? Ja. Gut festziehen und wieder mit dem Gewinde aufnehmen. So, jetzt habe ich hier meinen Durchmesser fertig und das andere kann ich noch entsprechend wieder gestalten. Mit dem Meißel. So, jetzt ist wieder Schleifen angesagt. Bin jetzt mit etwas gröberem Schleif, habe hier angefangen, um hier den Übergang von dem Schnitt, den ich vorher gemacht habe, im Spannzangenfutter und jetzt hier mit der Aufnahme, damit das sich wieder gut trifft. Gucken, wie es aussieht. Ja, könnte man noch ein bisschen, ist beim Königsholz leicht so, dass man ein bisschen was rausbricht. Das kann ich noch mal ein bisschen gröber und eben wegnehmen. Hier ist noch so eine Stelle. Thank you.
weglegen. Einmal wieder Melaminlack über alles. Das Überschüssige alles wieder aufnehmen. So, jetzt können wir noch ein bisschen aufpolieren. Es ist jetzt hier so fliegend mit dem Gewinde einfach aufgeschraubt. Da darf man nicht zu doll drücken, da muss man aufpassen. Das kann man sehr schnell zerplatzen lassen. Ne? Da muss man aufpassen. Alles gut. So, jetzt haben wir auch das Schreibergriffstück fertig. Nun zeige ich die Montage des Kugelschreibers, der ganz in Holz ist. Wir haben also das Griffstück und die Spitzen ganz in Holz. Und bei den Spitzen haben wir die Möglichkeit, einmal das Gewinde direkt in das Holz zu schneiden und einmal mittels einer Messingmuffe einzukleben. Mine rein. Na. Und die Spitze aufschrauben.